23.51 Uhr sind wir alarmiert worden zu einem Feuer in einer Tiefgarage. Wir haben dann beim Eintreffen massive Rauchentwicklung festgestellt und auch Explosionen im Kellerbereich dieses Kellers. Und wir haben dann versucht, von zwei Seiten aus dieses Feuer zu bekämpfen, hatten dabei massive Probleme bei dem Zugang, weil diese Zugänge durch massive Eisentore verschlossen waren. Ja, das Problem war einmal der Zugang. Wir hatten eine massive Hitze und wir hatten vor allen Dingen auch das Problem, dass wir in diesen Keller gelangen mussten. Dafür mussten wir aufwendig diese Türen aufschneiden mit Schweißgerät bzw. Schneidgerät. Was war denn genau, was da gebrannt hat? Also es haben drei Pegas. Also es handelt sich um ein Haus mit mehreren Wohnblöcken. In dem Kellerbereich stehen 109 Pkw sowie Gasflaschen und auch Müllcontainer. Im Brand geraten sind nach dem jetzigen Kenntnisstand drei Pkw, die im Vollbrand gestanden haben. Und inwieweit die Beschädigungen bei den anderen Pkw sind, kann ich zurzeit noch nicht sagen, da wir momentan gerade bei der Brandabsaugung der Rauchgase sind. Gefährlich war jetzt der Einsatz für die Einsatzkräfte, es waren zeitweise 10 Truppen und der Artenschutz da unten? Ja, gefährlich ist ein Feuer immer, aber wir haben das insoweit natürlich mit der nötigen Vorsicht betrieben. Wir haben um 23.51 Uhr den Erstalarm gehabt. Ich habe dann um 23.58 Uhr auf Vollalarm auflösen lassen für alle Kräfte. Und wir haben um ca. 1.40 Uhr die Feuerwehr Priesthoff zur Unterstützung gerufen, die mit 24 Einsatzkräften uns hier zur Seite stehen. Wie viele Leute hier insgesamt? Insgesamt ca. 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Wir haben hier ein großes Aufgebot an Rettungskräften, also mehrere RTW, NEF und leitender Notarzt bzw. organisatorischer Leiter Notarzt und der Kreiswehrführer ist auch vor Ort. Ja, also Rauch ist immer gefährlich, aber es ist in diesem Fall kein Problem, weil wir sind ja in der Luft. Wir haben dort Lautsprecherdurchsagen gemacht und wir haben die Hausbewohner gewarnt. Dass sie die Fenster zuhalten. Genau. Kannst du noch einmal schildern, bitte? Wie muss man sich ja vorstellen dort in der Tiefgarage? Was hat das so schwer gemacht, diesen Brand zu lokalisieren? Was sehen die Kräfte denn? Also sie haben gar nichts gesehen. Wir hatten so eine massive Rauchentwicklung, dass das gesamte Gebäude 9 Stockwerke komplett verqualmt war. Von Keller bis zum Dachboden. Komplett. Und deswegen hatten wir auch dieses Problem. Kannst du noch mal schildern, bitte, was sehen deine Kräfte da? Also meine Kräfte sehen gar nichts. Wir mussten hier erstmal den Zugang schaffen, die Türen ausschweißen bzw. auch schneiden. Und wir mussten dann uns in diesen Bereich reinbegeben. Und wir hatten so eine massive Rauchentwicklung, die vom Keller bis in den 8. Stock ging. Und das ist für die Einsatzkräfte so, dass sie dann auf den Boden gehen, reinkriechen und dann versuchen erstmal da in dieses Gebäude reinzukommen. Wir hatten null Sicht. Selbst eine Wärmebildkamera hilft mir da nur relativ wenig und wir haben auch eine massive Hitze. Man sieht das auch an den Abendschutzträgern, die wir im Einsatz haben, die sind teilweise kohlrabenschwarz wieder rausgekommen. Ist das eine Belastung so für 20 Minuten? Das ist eine schwere körperliche Arbeit, aber die Kräfte sind gut ausgebildet und sind auch medizinisch gut versorgt bzw. vorbereitet. Das kennen die prima und ich möchte mich auch ganz besonders auch nochmal bei den Kräften der Feuerwehr Priesthoff bedanken für die Unterstützung, die uns hier zur Seite stehen, damit wir das gemeinsam hinbekommen. Gerne. Aber das ist eben die Tiefgarage und wir haben da unser Auto stehen und ich habe da auch noch einen kleinen Lagerraum. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob sie uns morgen früh schon mal reinlassen und Schadensbegutachtung machen lassen, aber... Was haben Sie denn da gelagert? Ich habe also einfach nur Haushaltswaren und sowas alles gelagert. Also das ist keine besonders brennbaren Sachen, aber es ist eben alles verqualmt. Ne? Und, naja, man muss mal sehen, welcher Schaden da jetzt stattgefunden hat. Ne? Wie viele Autos stehen denn da normalerweise? Oh, naja, in der Regel stehen da schon 50, 60 Autos. Stehen da also schon immer. Teilweise auch, obwohl man das vielleicht gar nicht glauben mag, aber einige sehr hochwertige. Ne? Was haben Sie denn gedacht, als Sie gesehen haben, dass da auf einmal alles voller Rauch ist und dass da eben der Rauch aufkommt? Was war da so Ihre Gedanken? Naja, wir haben uns natürlich Sorgen gemacht. Ich wohne zwar in dem anderen Block hier nebenan, der ist in Luftlinie 30 Meter entfernt, aber man macht sich doch schon Sorgen und um, nicht nur um die Gesundheit, sondern um alles nachher. Wenn die ganze Tiefgarage brennt, dann ist der Schaden immens und dann kann natürlich auch Gebäudestrukturen drunter leiden und sowas. Also, könnte was Größeres werden. Also wir machen uns hier als Anwohner schon ein bisschen Sorgen.